ist jetzt auch wieder eine Tiroler Gruppe. Und zwar aus dem Osttiroler Pustertal ab Faltersbach. Wir haben einen schönen Pustertaler Hut auf. Eine alte Musikkapelle, schon 1825 gegründet. Und waren vor genau 100 Jahren, 1899, zu einer Tournee in München, worüber berichtet wurde, wo sie mit außerordentlichem Erfolge konzertierte. Zünftig, zünftig. Konzertieren auch heuer und hier mit großem Erfolg. Wie Sie es gehört haben, die ihre Marketenderin dabei, die aber keinen Schnaps aus den Fasseln ausschenken. Die Musikanten müssen 7 Kilometer marschieren, bevor sie ihre erste frische Maske kriegen. So, das ist jetzt die Schützenkompanie. Wie gesagt, die Tiroler Schützen haben den Bayern schwer zu schaffen gemacht. Können wir vielleicht, wenn die bayerischen Gebirgsschützen dann kommen, noch einmal was darüber erzählen. Jedenfalls waren die Tiroler Schützen erfolgreicher als ihre bayerischen Kollegen. Haben besser geschossen, waren besser ausgebildet. Und ihr Held, Andreas Hofer, ist ja weithin bekannt. Da sehen wir wieder diese herrlichen Ranzen, Kanone dabei, oder? Na, ja, was ist jetzt das?